Mein Name ist Gunter Frank, ich bin Allgemeinarzt aus Heidelberg und ich bin hoch erfreut, dass so langsam so ein bisschen auch, ja, ich würde sagen, die Seiten aufeinander zugehen. Also diese Veranstaltung wurde mit einem Interview in der RNZ angekündigt, einem fairen Interview mit wirklich sachlichen und guten Stil. Und ich finde es mutig, dass der Bürgermeister von Wiesloch, Herr Elkmann, heute auch hier ist. Ich habe in meiner Sprechstunde im letzten Jahr zwei Bürgermeister aus der Rheinebene auch als Patienten gehabt, die mir erzählt haben, unter was für einem Druck sie stehen. Dass sie durchaus die Situation ähnlich einschätzen, ich sag mal wie wir, aber was eben von oben auch ein Druck auf sie ausgeübt wird. Insofern, das ist alles nicht selbstverständlich und ich finde das wirklich ein sehr positives Zeichen. Jo. Und das bedeutet natürlich auch, dass es unterschiedliche Ansichten gibt und die bestimmt auch hier dann geäußert werden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ganz kurz, Corona in Zahlen. Vorneweg, Covid-19 ist eine schwere Erkrankung, man kann daran sterben, man kann daran wirklich auch lange laborieren, man kann Herzerkrankungen dadurch bekommen, man kann Thrombosen, Embolien bekommen, all das kann Covid-19 machen. Doch das beantwortet nicht die Frage, ob Covid-19 eine Bedrohung, eine außergewöhnliche medizinische Bedrohung für die Gesellschaft war. Oder ist. Das beantwortet das Fach der Epidemiologie. Und hier war von Anfang an gut ersichtlich, obwohl wirklich fast alles getan wurde, um eine solide Datenbasis zu verhindern, dass die Infektionssterblichkeit dieser Erkrankung nicht die einer Grippe übersteigen wird. Das war schon im April 2020 klar. Nicht klar war, wie viel sich anstecken können. Nach einer gewissen Zeit hat man aber gemerkt, dass eine gewisse Kreuzimmunität auch wie bei der Grippe da sein muss und dass es in keiner Weise zu den horrenden Opferzahlen kommen kann. Das war von Anfang an ausreichend gut ersichtlich. Es hat sich dann auch gezeigt, wir haben in den letzten 2 Jahren in den Krankenhäusern eine historische Unterbelegung. Wir hatten so wenige Patienten in den Krankenhäusern wie noch nie und das ist nicht dadurch erklärbar, dass man Operationen verschoben hat. Die Leute haben sich teilweise auch nicht mehr in die Krankenhäuser getraut. Also es gab eine Unterbelegung und das passt nicht dazu, dass man eine außergewöhnliche Pandemie reklamiert. Von dieser außergewöhnlichen Unterbelegung, etwa 68%, und das sind offizielle Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums, waren Covid-Patienten 2%. 2% der historischen Unterbelegung hatten die Diagnose Covid und wie wir heute wissen, wurde die Diagnose auch sehr leichtfertig vergeben. Auch weil, ich finde, das grobe handwerkliche Fehler wäre ein eigener Vortrag wert, dass die Gesundheitspolitik fahrlässige finanzielle Anreize gegeben hat, um sich an der Covid-Diagnose wirklich gesund zu stoßen. Unser Geld. Sie kommen mit verknacksten Knöchel ins Krankenhaus, es wird ein PCR-Test gemacht und wenn Sie alle Patienten testen, gibt es eben auch falsch positive zum Beispiel auch Ergebnisse. Wenn Sie dann 2 Tage im Krankenhaus stationär aufgenommen wurden, hat das Krankenhaus eine Extraprämie von 5.000 bis 10.000 Euro bekommen. Und deswegen kommt so langsam auch raus, man spricht inzwischen von 50%, vielleicht sind es sogar mehr, derjenigen, die als Covid-Patienten gezählt wurden, von den 2%, waren meiner Schätzung nach mindestens die Hälfte nicht wegen Covid im Krankenhaus. Also die ganze Statistik stimmt nicht. Ja. Ja.
Die Todesfälle betrafen vor allen Dingen alte Menschen am Ende ihres Lebens, das wissen wir. Das wäre auch ein eigener Vortrag, ob wir uns nicht mehr Gedanken machen sollten. Schon längst, schon die Grippe 2017 hat darauf hingewiesen, dass wir falsch organisiert sind, dass wir Pflegeheime so ausstatten müssen, dass die Kranken nicht, die alten, multimorbiden Kranken nicht mehr in die Akutkrankenhäuser verlegt werden, wo sie einer Maximalmedizin ausgesetzt werden und dann unwürdig in der Intensivabteilung sterben müssen. Covid hat das Thema so richtig herausgearbeitet. Ja? Ich meine, da sind die alten Menschen gestorben, ohne dass sie sich von ihren Verwandten haben verabschieden können. Die Verwandten durften nicht mehr rein. Die alten Menschen waren von Vermummten umgeben und wurden dann irgendwann narkotisiert und intubiert und das war's. So wollen wir nicht sterben. Deswegen auch ein extra Vortrag. Wir haben tatsächlich zu viele Intensivbetten. Wirklich zu viele. Es liegen nur die falschen drin. Wir brauchen viel besser ausgestattete Pflegeheime mit Palliativabteilungen und das Ganze auch wissenschaftlich solide begleitet. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsvergleiche, der zeigt, dass in unserem Land etwas schief läuft. Wir haben für die wichtigsten medizinischen Fächer auf diesem Gebiet in einer alternden Gesellschaft, wo immer mehr Menschen am Ende ihres Lebens im Winter einen saisonalen Atemwegsinfekt kriegen, den sie nicht mehr überleben. Wir haben für die Erforschung dieser Versorgung 19 Professuren für Pflegewissenschaften und 18 Professuren für Palliativmedizin. Und jetzt kommt die Preisfrage. Wie viele Professuren haben wir für Genderwissenschaften? 217. Und ich will jetzt gar nicht davon anfangen, was Sie den ganzen Tag machen. Da stimmt was nicht. All das kehrt Corona nach oben. Corona war eine Riesensause, um Geld zu verdienen. Ja. Und die Intensivabteilungen haben extra nochmal 690 Millionen bekommen, um Intensivkapazitäten aufzubauen. Wir sind gestartet mit 30.000 Intensivbetten im April 2020 und wir sind heute bei 20.000. Die haben 10.000 Betten abgebaut. Ja. Wahrscheinlich nicht abgebaut, sondern die wurden am Anfang zu viel gemeldet, weil es nämlich Leerstandspauschalen gegeben hat. Ja. Und dann wurde dann die Bezahlung der Leerstandsbetten gekoppelt an die Belegung der Intensivabteilungen. Dann im November 2020 75% Belegung müsste man haben. Wenn ein Krankenhaus 20 Betten hat intensiv und 15 Patienten lagen drin, haben die für die leerstehenden Betten, wir haben schon gesagt, historische Unterbelegung, dann haben die für die leerstehenden Betten kein Geld bekommen. Was machen sie? Ist doch klar. Krankenhäuser müssen heute gute Zahlen abliefern. Die haben einfach dann ein Bett nicht weitergemeldet und schon waren sie innerhalb dieser 75%. Lauter solche Geschichten. Uns hat man erzählt, dass die freien Betten abnehmen, weil immer mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern liegen. Das war eine glatte Lüge. Ja. Wo sind denn bitte schon die 690 Millionen? Es gab 100 Millionen obendrauf für Pflegebonus. So viele Pfleger, so viele Krankenschwestern haben ihren Beruf die letzten Jahre den Rücken gekehrt, weil diese Ökonomisierung in den Krankenhäusern einfach die Arbeitsbedingungen so schlecht gemacht hat, dass sie das nicht mehr mitmachen wollten. Ja, sie wollen mit Patienten sprechen, sie wollen nicht stundenlang Dokumentationsbögen ausfüllen. Man hätte mit Wiedereinstiegsprämien von vielleicht 10.000 Euro, dann richtig mal einen satten Betrag und bitte steuerfrei, ja, genügend Leute vielleicht bitten können, in der Pandemie wieder zurückzugehen in ihren Beruf. Warum hat man es denn nicht gemacht? Soll ich Ihnen was sagen? Weil man es nicht gebraucht hat. Die Betten standen ja leer. Also das sind solche schrägen Dinge, die nicht passen. Und wissen Sie, an was man am meisten Geld verdient hat? Es war nicht die Impfung, die Tests. Ja.
hat der Bundesrechnungshof jetzt gesagt. Und wenn man das hochrechnet, wurden für Tests im Jahr 2021 14 Milliarden Euro ausgegeben von unseren Steuergeldern. Schande. 14 Milliarden. Das ist die Hälfte des Etats 2021, die 2020, für Wissenschaft, Kultur, Erziehung, Bildung zusammen. Ja. Schande. Ich brauche nicht viel weiterreden, oder? Das geht doch nicht. Nee. Ja? Also es ist so viel schiefgelaufen. Und wenn man das kritisiert hat, und wenn man einfach nur versucht hat, vernünftig mit Daten zu argumentieren, die da sind, dann ist man diskriminiert worden. Die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt über mich, ja, Gunter Frank, der dem rechten Blockachse des Guten nahesteht. Eine Mitarbeiterin der SAH-Kliniken, die eine absolute Kontraindikation für diese Impfung hat, wo ich einen Impfertest ausgestellt habe. Selbstverständlich wird dort wird dieser Patientin wird dann dort gesagt, erkennen Sie nicht an, weil dieser Arzt steht ja der AfD nahe. Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei mit einem extremistischen Flügel, wie andere Parteien auch im Bundestag. So ist es. Aber ich habe mit der AfD überhaupt nichts am Hut. Ich habe in keiner Weise in irgendeiner Veranstaltung von der AfD irgendetwas gesagt. Ich war da nie involviert. Ich habe das immer abgelehnt, mit einem gewissen Bauchgefühl auch. Ja? Aber warum macht die SAH das in Heidelberg? Weil sie weiß, wenn jemand mit der AfD in Verbindung gebracht wird, dann bedeutet es erst rechts und im heutigen Sinne heißt das rechtsextrem. Ja. Ja, sie werden als Nazi verunglimpft. Ja. In der Stadt, wo ich meine Praxis habe. Ja, ich weiß nicht, ob jemand von der Rhein-Neckar-Zeitung da ist. Das ist schäbig, Entschuldigung. Schäbig. Schande. Schande. Und jetzt kommen wir zur Impfung. Also, ich bin durch und durch Schulmediziner. Ich bin in epidemiologischen Gremien. Ich bin in der Leitlinienkommission der DGAM. Ich bin ein Leitlinienautor. Ich kenne mich aus mit Studien. Ich kann Studien lesen. Und die Zulassungsstudie von dem BioNTech-Impfstoff, das war nicht in Ordnung. Ja, das wurde überhaupt nicht getestet gegen schwere Fälle. Und in der Placebo-Gruppe sind insgesamt mehr Leute gestorben. Also das hätte nie zugelassen werden dürfen und wir hatten ja auch gar keine nationale Notlage. Wir haben ja Unterbelegung. Also die ganze Voraussetzung, diese Impfung zuzulassen, und zwar bedingt zuzulassen, die ist nicht regulär zugelassen. So ist die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, hat nur eine bedingte Zulassung ausgesprochen und die Phase 4-Studien laufen alle noch und die müssen erstmal positive Ergebnisse bringen. Und wir hören ja auch keine Zwischenergebnisse, da können Sie davon ausgehen, was da rausgekommen ist. Ja. Also das Ding ist ein Experiment. Jo. Jetzt haben wir leider, und das ist jetzt etwas polemisch, aber ich meine das jetzt wirklich, ja, wir haben leider ein Bundesverfassungsverhinderungsgericht. Jo. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass hier nach Sachlage entschieden wird, sondern hier wird spekuliert auf irgendwelche Notfälle, die vielleicht eintreten könnten, die aber nie eingetreten sind. Und es wird auch nicht gesagt, wie man das nachprüfen muss. Also, wir sind da quasi schutzlos. Ja. Und die Zahlen dieser Impfung. Ja, ich meine, lieber Mann, wenn wir hier Ebola gehabt hätten, wenn die Leichen auf der Straße, wenn die vielen, vielen, die am Anfang gedacht hat, müsste einrichten, Notlazarette, die man alle abgebaut hat, ohne dass ein einziger Patient drin gelegen ist, wenn die voll wären, dann natürlich müssen wir dann schauen, dass auch eine Impfung vielleicht ohne die üblichen Studien, einfach mal, da muss man was riskieren. Aber der Fall war nie da gewesen. Man hätte vielleicht, aber eigentlich auch das nicht, aber man hätte vielleicht sagen können, okay, wir schauen uns mal genau die Risikogruppen an in den Pflegeheimen. Wir machen eine ganz kontrollierte Zulassungsstudie, speziell eine große, richtig, mit 20.000 Teilnehmern an dieser Klientel und verfolgen das wirklich sehr sorgfältig, ob hier der Nutzen höher liegt wie der Schaden.
Hat man nicht gemacht, man hat es auf alle losgelassen. Jetzt impfen sie Kinder. Kinder haben 0,0 etwas zu befürchten von Covid-19. Im Gegensatz zur Grippe. In den USA sterben jedes Jahr etwa 100 Kinder an der Grippe. Nicht Covid-19 ist wirklich, betrifft die Kinder so gut wie nicht. Also Kinder haben überhaupt keinen Nutzen. Wieso sollen wir denn bei ihnen ein Experiment durchführen? Ja. Wir wissen doch, dass die gemeldeten Impfnebenwirkungen jetzt schon Faktor X sind bei den normalen Impfungen. Und dabei wird es gnadenlos unterreported beim Paul-Ehrlich-Institut. Da zeigt schon der europäische Vergleich, im Vergleich zu Dänemark oder Holland, wo viel höhere Impfnebenwirkungsraten da sind. Und täglich kommen neue Publikationen raus, die zeigen, ja, die Myokarditen bei den jungen Männern nach Impfung machen doch bleibende Schäden und, um Gottes Willen stoppt diese Impfung. Ja. Jo. Und jetzt ist halt die Frage, warum sehen wir das und die anderen nicht? Ich würde sagen, die Mehrheit sieht es nicht. Warum ist das so? Und da helfen nur noch Erklärungen im gruppenpsychologischen Bereich. Man kann das nicht rational erklären. Da gibt es Modelle, Massenwahntheorien, Misophobie. Da gibt es das Modell der Evolutionssoziologie, der Gruppenmoralismus, dass immer wieder mal Gesellschaften, wenn es ihnen so gut geht, anfangen, selbstzerstörerische Kräfte zu entwickeln. Und dann wird quasi die Ideologie vor die Aufklärung gesetzt. Und das haben wir schon seit 20, 30 Jahren, wenn wir ehrlich sind, in diesem Land. Es gelingt doch nicht mehr, eine Diskussion mit Themen wie zum Beispiel Klima oder Energiewende mit Sachwissen zu führen. Nein, es müssen die großen moralischen Slogans drüber stehen und wer dem nicht folgt, ist ein Ketzer, Leugner und so weiter. Also wir waren schon gut trainiert. Das Problem dieses Gruppenmoralismus ist, dass er eigentlich dazu dient, den Konkurrenten auszuschalten. Das ist der evolutionäre Sinn. Und wir haben das, wer das sich damit befasst hat, immer anhand von Experimenten erstaunt festgestellt, dass vernünftige Menschen dazu gebracht werden können, andere Mitmenschen, die sie gar nicht kennen, zu quälen. Das berühmte Milgram-Experiment zum Beispiel aus den 70er Jahren. Jetzt erleben wir, dass Menschen, mit denen wir vorher Feste gefeiert haben, mit denen wir vorher auch zusammen waren, plötzlich uns beschimpfen. Ja, die Ungeimpften hören gleich in Leichenkeller und lauter so Stammtischsprüche. Ja, und das hören wir in den Kirchen, das hören wir in den Städten, in den Landtagen. Was sagt Kretschmann? Die Corona-Kritiker sind die Aasgeier der Pandemie. Unser Ministerpräsident sagt zu uns, Aasgeier der Pandemie. Was ist denn das? Und das ist die Kraft des Gruppenmoralismus. Es geht letztendlich darum, das ist wirklich archaisch, es geht darum, den anderen auszuschalten. Und die vernünftigsten Menschen verlieren da ihre Empathie und ihre Vernunft. Es geht einfach nur, um bei den Siegern zu sein und die anderen wegzustoßen. Und diese Kraft können wir gerade zuschauen. Und wie endet sowas? Immer durch, das haben schon die alten Griechen gesagt, in der Katharsis, im Schaden. Also wenn der Schaden groß genug ist, dann wacht man aus der Lethargie auf, schaut verwundert auf das, was da eigentlich passiert ist und dann muss man halt versuchen, wieder zusammen aufzuräumen. Und deswegen ist so wichtig, dass bevor der Schaden noch größer ist, dass wir zueinander finden. Dass wir glasklar unsere Argumente nennen, aber dass wir nicht in den Tonfall des Moralismus verfallen. Dass wir nicht diejenigen, die mitgemacht haben, auch entmenschlichen. Ja, es waren Fehler, die wurden gemacht. Und ich denke, dass anhand der Impfschäden und auch der Wirkungslosigkeit dieser Impfung immer mehr Leute ins Nachdenken kommen und vielleicht bereit sind, sich ein bisschen zu öffnen.
Und diese Veranstaltung hier zeigt, dass wir so langsam an diesem Punkt sind. Und die Chance besteht eben, dass wir daraus etwas lernen und dass wir die nächsten 50 Jahre so einen Quatsch möglichst verhindern, wie er gerade wieder 2 Jahre getobt hat. Irgendwie ging es uns aber zu gut. Jetzt glaube ich, bin ich durch, das, was ich sagen wollte. Also, ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank an uns alle, dass wir uns der Sache hier aussetzen, dass wir uns auch diesen Verleumdungen aussetzen, dass wir trotzdem freundlich sind und optimistisch und pathetisch. Das ist genau das, was unsere Kinder brauchen. Genau diese Zeichen brauchen sie, dass wir eintreten für Vernunft, für das, was unser Land und unsere Gesellschaft stark gemacht hat, den offenen Streit um die besten Argumente. Und ich bin sicher, wir schaffen es wieder darauf, dahin zurückzukommen. Vielen Dank an euch alle.